Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich schon die Gelegenheit hatte, einen schönen und interessanten Film im Vorfeld des 34. Braunschweig International Filmfestival schauen zu dürfen. Es ist ein Film des finnischen Regisseurs Viipi Suutari über die Aaltos. Und ich befinde mich hier in den Räumen des Museums für Fotografie in Braunschweig. Und dieser Bezug zu Aalto, der hat natürlich in vielerlei Hinsicht auch Bezüge zum Museum für Fotografie. Deswegen war ich ganz neugierig, diesen Film mir anzuschauen und fand diese Möglichkeit der digitalen Vorschau auch ein probates Mittel angesichts der aktuellen fortdauernden Situation durch Corona, dass man eben einen Film schon im digitalen Netz ansehen kann. Der Film über die Aaltos, ja, in gewisser Weise ist es ein bisschen eine Mischung aus Dokumentarfilm, aus Liebesgeschichte, aus einem Dokumentarfilm und auch kunsthistorisch betrachtet über die Architektur, über die Designentwürfe von Aaltos. Und was interessant dabei ist, meistens, und das gilt ja für viele Künstler, verschwindet hinter einer Künstlerperson oft die Frau. Und ohne dass man jetzt überzogen feministisch agieren möchte, ist das ein bisschen der Aufhänger dieses Films, dass mal auch gezeigt wird, wer die kreativen Partner für Alva Aalto waren. Und das ist zunächst mal seine erste Frau, Aino, und dann später die zweite Frau, nachdem Aino gestorben war und 1952 er die zweite Frau heiratet. In einem sehr schönen Verbund von dokumentarischen Bildern, von Filmausschnitten, von Begegnungen mit anderen Künstlern der Zeit und unterlegt von Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen, von Weggefährten, aber auch aus persönlicher Sicht von Menschen, die sich die Architektur von Aalto angeschaut haben, erfährt man etwas über sein Leben. Und wie gesagt, dieser filmische Zusammenhang wird sehr schön miteinander in Verbindung gebracht durch filmische Elemente wie Musik. Also die Musik spielt eine wichtige Rolle. Und wenn man diesen Architekten, dieses Leben des Architekten nachvollziehen möchte, ist das ein wichtiger Aspekt, denn Alva Aalto in der ganzen Entwicklung des Modernismus ist ja vor allen Dingen bekannt geworden durch die Verbindung der klaren Form, die aber ins Organische übertragen wird. Und diese Vermischung auch mit organischem Material zu arbeiten. Das unterscheidet ihn ja in gewisser Weise vom strengen Bauhaus. Und wenn man denkt an die Bauten von Gropius und die Möbel, die im Bauhaus entworfen wurden mit Stahlrohr und Holzverbindung, war ja die Möbel und die Gestaltung bei Aaltos oft verbunden mit dem Holz, mit dem geschwungenen Holz, was aber eben auch dort angepasst wurde in die jeweiligen Architekturen. Wie gesagt, also ich fand es eine sehr nette Einladung, und wir haben hier im Museum für Fotografie letztes Jahr zum 100-jährigen Bauhausjubiläum eine Ausstellung gezeigt mit zur Bauhausarchitektur als Thema zeitgenössischer künstlerischer Fotografie. Und es ist quasi anknüpfend mit diesem Film, könnte man sagen, ein erweitertes Fenster auf die Entwicklung des Modernismus und bezeichnenderweise auch eben diese Geschichte dieser Paare, die ganz wichtig waren, die zusammen eine Firma gegründet haben, um ihre Entwürfe zu realisieren und eben zu, auch zu Produkten zu machen, die in der ganzen Welt zu wichtigen Klassikern geworden sind. Auch da immer ganz wichtig eben, dass es als Paar geschehen ist, als Künstlerpaar. Und das gilt auch zum Beispiel zur Zeit des Bauhaus ja zum Beispiel für jemanden wie Mihoi Noc und seine Frau Lucia Mihoi. Und auch das sind Beispiele, wo man eben sehr schön anknüpfen kann. Die Aaltos waren befreundet mit den Architekten der Zeit, und die großen Zusammenkünfte der Architekten die große Kongress der Modernisten, wo Gropius, wo
Le Corbusier und die großen Wegbereiter der Moderne dabei waren. Auch da war Aalto dabei. Und es ist ganz schön in dem Film zu sehen, wie dann doch auch manchmal die Teilung zwischen Haushalt und künstlerischem Leben sich vollzog. Zu den Kongressen fuhr Aalto teilweise alleine, weil zu Hause in Finnland war seine Frau mit den Kindern. Aber andersherum war es in dem kommerziellen Businessleben auch die Frau, die das Büro führte und Aalto zu Hause war und zeichnete. All diese Dinge erfährt man in dem Film. Und wie gesagt, es ist eine schöne Mischung aus Dokumentarfilm, Einblick in die in seine Bauten mit einer Nahsicht, mit ja, Dingen, die man vorher noch nicht wusste, Filmausschnitten, persönliche Filme und viel Bildmaterial, in das man Einblick erhält und eine eigenwillige und auch sehr poetische Form des Dokumentarfilms, der ein bisschen Biopic wirkt, wie das eben auch im Moment bei den Filmen ja oft eine Möglichkeit der biografischen Filme darstellen kann. Es ist hier eine ganz eigene Mischung und mit einem künstlerisch-ästhetischen Zugang, der, wie ich finde, auch sehr finnisch ist und mit dieser Verbindung zur Landschaft auch immer wieder eine Klammer erfährt. Vom 2. bis 8. November kann er, sofern ich recht informiert bin, eingesehen werden. Buchen Sie sich Ihr Abo für das Filmfest und wir freuen uns dennoch auch auf Ihren Besuch im Museum für Fotografie, denn auch unser Thema im Moment mit Künstlerporträts von Albrecht Fuchs lässt immer wieder auch diese Paare zwischen den Bildern erscheinen, Künstlerpaare, ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft und ja, der Film macht es deutlich, wie wichtig eigentlich dieses Zusammenarbeiten sein kann und manchmal auch in Vergessenheit gerät. Deswegen umso schöner, dass wir es im Film sehen können und wissen, wer die Frauen hinter Alvar Aalto waren. Viel Spaß!